Deines Arbeitskollegen. Sie erinnern sich an das Dezernatsfest? Neigt Ihr Mann zu Gewalttätigkeiten? Okay. Wir haben uns vor ein paar Wochen getrennt. Aber das macht ihn noch nicht zum Mörder. Er war's nicht. Woher wollen Sie das wissen? Sie sagten doch selbst, Sie hätten den Täter nicht gesehen. Hier. Es lag in meinem Briefkasten. Möchtest du Salat? Ja, gern. Wie lange brauchst du noch? Bin gleich fertig. Ich hole nur schnell was zu trinken. Nee, ist okay. Philipp hat mal mitgebracht. Weißt du, ist doch ein besonderer Anlass. Ich finde, da sollten wir was Besonderes trinken. Es gibt übrigens noch andere Neuigkeiten außer der Rolle. Oh, toll. Und was? Felix, gefragt, ob Felix und ich heiraten. Wie ihr wollt heiraten, verstehe ich jetzt nicht. Wie soll das klappen mit Spanien und Madrid? Madrid? Wovon redest du? Hat die Felix nichts davon erzählt? Da Felix wird nach der Saison nach Madrid wechseln. Quatsch! Die Saison ist doch schon in einem Monat vorbei. Ja. Philipp? Ja, was? Ich weiß nicht, warum du so einen Mist erzählst. Ich verstehe nicht, warum du dir sowas ausdenkst. Wenn du nicht glaubst, dann frag ihn doch einfach. Frag ihn. Was ist denn hier los? Philipp sagt, du wechselst nach Madrid. Das glaube ich jetzt nicht. Ich wollte es dir erzählen, okay, aber ich habe nur noch auf den richtigen Moment gewartet. Ja, dann hast du dir gedacht, du erzählst es mir lieber gar nicht, oder was? Doch, ich wollte ja. Wie hast du dir das denn vorgestellt? Wie sollen wir das machen? Ich dachte, du kommst einfach mit. Felix, ich spreche kein Spanisch. Wie soll ich da arbeiten? Du brauchst nicht zu arbeiten, okay? Ich verdiene genug Geld. Du spinnst. I'm gonna call the police. And I'm gonna call my brothers. Get that? Sitting on the corner just wasting my time when I realized I was the king of the rhyme. I got on the microphone and what do you see? Ha, the rest was my legacy. Sich an mich erinnern. Ich bin Julia, ich mach sie zu Gewinnern. Ich bin Julia, die Frau für ihre Produktion. Ich bin Julia, rufen Sie mich an, ich warte schon. Ich bin Julia und dieses war mein Werbesong. Ich habe mit dem Peter Stieber geredet. Der sucht noch einen Bäcker auf Teilzeitbasis. Und du könntest der Anni und dem Gerhard samstags auf dem Markt helfen. Hauptsache ist doch, dass wir zusammen sind, oder? Dir ist aber schon klar, dass der Peter nur den Mindestlohn bezahlt, oder? Wenigstens können wir so die Wohnung halten. Und was ist mit meinem Wagen? Hast du vielleicht mal an meinen Wagen gedacht? Sollen wir den auch so abbezahlen, oder was? Können wir doch wieder verkaufen. Nach 8 Monaten? Du willst einen Neuwagen nach 8 Monaten verkaufen? Du tickst ja wohl nicht mal ganz richtig, also wirklich. Es tut mir leid, wir haben die Sache einfach überschätzt. Du willst also damit sagen, dass ich schuld an der Sache bin? Ja, wie immer, bin ich schuld. Alles klar, vielen Dank. Katrin, ich will doch... Ich hab nie behauptet, dass dieses Zeug frisch ist. Und dann rennt diese blöde Kuh in diesem Scheißkaff rum und erzählt jedem, den sie trifft, auf ihre Hochzeit hätte es nur Gammelfraß gegeben. Und du willst mir jetzt daraus einen Strick drehen, Katrin, ich will... Was willst du? Ich will doch nur, dass wir beide zusammen sind. Dann tu doch auch endlich mal was dafür, Herrgott, nochmal. Im Moment sind doch sowieso alle pleite und die Bank juckt das herzlich wenig. Wenn wir denen jetzt mit unserem Finanzierungsplan kommen, die werden uns die Füße küssen. Sowas hat es hier noch nie gegeben. Ich finde, das ist eine super Idee. Oder fällt dir vielleicht was Besseres ein? Also, ich weiß es nicht. Das ist vielleicht gar keine gute Idee, aber... Mach einen Satz draus, ja? Mein Cousin Holger, der ist doch vor 10 Jahren nach Kanada.
Und er und seine Frau, die haben da Wäschereien. Nichts Großes oder so, aber wir könnten da vielleicht mit einsteigen. Und wo soll das bitte sein in Kanada? Das ist in Maple Ridge. British Columbia. Du willst also, dass ich in irgendeiner Wäscherei in der kanadischen Pampa versauere, ja? Ist es das, was du willst? Herrgott nochmal, Lutz! Verdammte Scheiße! Sag mal, ist dir überhaupt klar, wie du mich jedes Mal aufs Neue demütigst? Ist dir das klar? Aber die Hauptsache ist doch, dass wir beide... Du bist ein solches Würstchen, bist du, weißt du? Ich hätte mich niemals auf dich einlassen sollen. Hast du vielleicht mal geguckt, ob du noch Eier in der Hose hast? Wahrscheinlich nicht. Vielen Dank. Weißt du was, Lutz? Mach doch deinen Scheiß alleine. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier...